Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was gemacht, was ich jetzt nicht mehr weiß. Ich bin so professionell. Und ich habe wegen der Wendigo-Quest nachgeguckt. Und wir haben die Quest tatsächlich abgeschlossen. Wieso wir sie jetzt nochmal haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist das so eine tägliche Quest, die immer wieder kommt. Ich weiß es nicht. Was ich allerdings jetzt weiß, dass wir da halt einen Spot haben, wo wir umsonst hinreisen können. Oder auch nicht. Ich hab's gedacht. Weil hier ist ja auch umsonst. So ist das nicht umsonst. Naja, egal. So, wir gucken mal unsere Quests an. Hauptquest, das fehlende Glied. Ja, gut, wir haben keine Hauptquest mehr. Ja, gut. Wir haben. Das ist jetzt seltsam. Was heilige Mount Blair? Ist da wenigstens jemand? Ja. Ja, komm, helfen wir da mal mit. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen was dafür. Und da es Roboter sind. Machen wir unsere Rüstungsdurchdringung, weil ich glaube, Roboter haben Rüstung. Ist das gerade ein Ghoul gewesen? Wieso leckt das so? Oh, ich bin getroffen. Ich bin ein Pro. Pi. Du bist noch nicht tot? So. Wo sind die denn? Wie komme ich denn da hin? Sind die so komisch verteilt? Sag mal, wo steckt denn der? Okay. Meint hier kriege ich Kleber? Aber vielleicht Schrauben. Wie soll ich den töten? Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wo der ist. Der ist an der Mauer. Eventuell, wenn ich da hinkomme. Aber ich von hier aus nicht rüberkomme. Der steckt da echt drinne. Wie soll man sowas denn töten? Weil die Geräusche kommen von woanders. Oder auch nicht. Ich kann das Gebiet nicht sichern. Glück gehabt. Da habe ich gemacht.
Und jetzt? Ah. So, dann eignen wir uns jetzt das Ding hier an. Red Axe, hölzerne Hüttentüren, Kupfer, Aluminium Stim. Ja, gut, immerhin. So. Und wo ist jetzt das Hauptterminal hier? Ich höre zwar ein Radio, aber... Nee. Ah, ich muss höher. Okay. Bist du tot? Ja. Irgendwer war hier schon am Machen, am Tun und Machen. Okay, hier ist irgendwo... Ich muss dieses Radio ausschalten. So. Aber wo ist jetzt das Hauptding ins Kirchens? Wie soll ich das denn einnehmen? Dieser Knopf funktioniert nicht. Keine Ahnung, Leute, also... Es ist ein Rätsel. Entweder ich bin blöd oder das Ding ist verbuggt. Aber ich tippe immer auf blöd. Guck mal, Roland ist auch hier irgendwo. Aber wahrscheinlich geht's hier irgendwo rein. Weißt du was? Echo Mio. Geh jetzt hier raus. Kein Bock, hier den ganzen Tag zu verbringen. Ach, ich kann noch höher. Ah. Ich bin gesucht? Das ist ein Bullshit. Ah, hier geht's rein. Ah. Wieso bin ich jetzt gesucht? Die Kiste gehört doch noch niemandem, oder? Eingefordert von Roland. Ja gut, das... Okay, hier kriegt man Essen, Wasser und Erz. Ja gut, das ist sehr langweilig. Hier kriegt man Essen, Wasser, Müll, Titan, Beton und Holz. Na, ich warte jetzt drauf, bis jemand kommt und mich tötet. Hier kriegt man wahrscheinlich nur Holz. Essen, Wasser, Kristall, Kupfer, Golddünger. Das ist nichts, was ich wirklich bräuchte, ne? Bräuchte irgendwo, wo man Kleber bekommt. Da würde ich den ganzen Tag rumhängen. Gab's hier nicht noch irgendwo... Da. Essen, Wasser, Fusionskern, da. Blei, Nuklear, Aluminium, Beton. Auch nichts, was ich bräuchte. Weißt du was, ich versteck mich hier einfach. Und dann warte ich, bis sie alle herkommen, um mich zu suchen. Hier findet mich keiner. Und dann mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. So, ich habe lang genug darum gehangen. Ich habe Schritte gehört und alles. Habe sie gut getrollt. Aber jetzt will ich langsam mal weitermachen. Also, wir werden jetzt einmal kurz ein paar Sachen ablegen und dann ziehen wir einfach weiter und dann ist gut. Wieso kommt denn keiner, um mich zu erlösen? Kann man eigentlich... Oh, Rose Radiosender. Hm. Hier. Übung zur Liquidierung im Rahmen von Geheimoperationen der Defense Intelligence Agency eingeleitet. Juliet, Alpha, Golf, Echo, Noem, warte auf Anmeldung der erforderlichen Agentenanzahl. Ich glaube, da wird sich keiner anmelden. Oh, 2 von 4. 3 von 4. Das geht ja richtig los. Ja gut, den letzten findet er irgendwie nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter oder wir gucken erstmal, was weiter ist.
Bankfest haben wir anscheinend nicht mehr. Seltsamerweise. Haben wir es vielleicht kaputt gemacht, weil wir durchs Feuer gehen schon gemacht haben? Oder sind wir jetzt quasi bei Signalstärke? Ansonsten schalten wir mal den WGRF-Grafton-Sender ein. Da haben wir ja auch hier den hier. Oh, da ist auch ein anderer Gesuchter. Cool. Wir gehen jetzt einfach mal sterben. Ich hätte zuerst zur Vault reisen sollen. Oh, das waren 100 Kronkorken. Oh, das tut weh. Dann verliere ich ja gleich nochmal 10 Kronkorken, weil ich getötet werde. Irgendwo. Vielleicht haben wir ja Glück und kein Schwein interessiert sich mehr dafür. Kann ja auch sein. Ja, zumindest bin ich nicht allein auf dieser Map. Ich werde auch gesucht. Ob ich meinen gesuchten Status aufheben kann, wenn ich einen Gesuchten umbringe? Zumindest könnte ich Kronkorken sichern. Anschießen, weglaufen. Kronkorken sichern. Naja. So. Okay. Ich dachte, wir müssen einen Schalter umlegen. Ich dachte, das einfach reicht den Sender einzuschalten. Also den Radiosender. Hätten ja auch schreiben können, schalte den Radiosender an, anstatt schalte den Sender an. Für mich hört sich das an, als wenn da irgendwas kaputt ist und ich muss es anschalten, damit es funktioniert. Na gut. Ich erinnere mich an die eine Folge, wo ich hier herumgelaufen bin wegen dem Sender. Naja, egal. Machen wir zumindest das hier. Bis wir eines Tages herausfinden, was das mit diesem komischen Notfallsender ist. Mit der Hauptquest ist. Bin ich schon ganz verwirrt. Protestmarsch, oh. Hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Die Firma Grafton Steel ist ein wichtiger Unterstützer meiner Kampagne, also kann sie gar nicht schuld an all dem sein, was man ihr vorwirft. Ja, zumindest ist der Spieler nett. Wir müssen Demonstranten töten. Oh, nicht schlecht. Er hätte mich auch töten können. Er hat mich fast getroffen. Muss man dazu sagen. Vielleicht hat er auch mit Absicht daneben geschossen. Das ist nicht. Oh. Oh. Du bist kein Demonstrant. Soll ich den einfach mal outboxen? Vielleicht nach der Quest. Aber pscht. Ratet es ihm nicht. Ah, da sind wir noch da. Händlerbot. Okay, gucken wir mal wegen der Rüstungsdurchdringung. Oh, ne, nur wenig. Ich will die Kronkorken.
Okay, so. Soll ich's machen? Ich kann das nicht machen. Er ist so nett. Er provoziert es. Guck, er provoziert es. War klar. Ich bin frei. Ja. Freiheit. Jetzt erschießen wir ihn. Da wird er aber staunen, du. So. Erstmal den hier. Und dann ziehen wir unsere Kleidung aus. Naja, zumindest hat er mir den Gefallen getan und hat mich beseitigt. Aber ich wette, mit dem Schaden reicht der nicht. Oh, Plasmakartusche. Wasserfilter. Haben wir doch schon. Dankeschön. Giftiges Wasser. Finde ich ja gut. Oh, jetzt kommt aber nicht der Scheiß die ganze Zeit wieder, oder? So komische Bug. Naja, ich habe meine Kronkorken wieder zurückbekommen. Ich hab ihm den Gefallen, er hat mir den Gefallen getan, ich habe ihm den Gefallen getan. So. So sehe ich das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er da gemacht hat. Er hat bestimmt die Sachen versteckt. Oh, die Potsau hat seine Sachen versteckt. Und hat dann giftiges Wasser gesammelt. Kleine Potsau. Aber egal. Ich hatte ja eh nichts dabei. Außer das, was ich von der Quest bekommen habe. Shit. Hat er sich die doppelte Menge der Quest gesichert. Der kleine Hund. Ah, guck mal, da ist er. Hi. Willst mich aber jetzt nicht töten, ne? Wie er mich gefunden hat? Achso, ja, ich bin jetzt auf seiner Karte. Was ist los? Der will mich doch fertig machen. Ich mach hier die Tür zu. Ah, scheiße, jetzt bin ich eingesperrt. Vertraue dem nicht. Nein! Am Arsch. Willkommen in Grafton. Sie hätten bestimmt keine Computer als Bürgermeister von Grafton. Auf der Logbuch. Grafton. Der Bürgermeister von Grafton war der automatische Assistent und ist vollkommen wahnsinnig geworden. Versucht immer noch die Stadt zu regieren und hält sogar Wahlen für sich ab. Wir haben diese Maschinen gebaut, damit sie Dinge ohne uns erledigen. Und das haben sie getan. Es könnte nützlich sein, mitzuspielen. Erwarteten Urlauberansturm helfen, kostet sie die Benutzung aller Attraktionen ganze 5% weniger. Wir haben hier vier große Attraktionen: Wavy Willards, den Schießstand in Clarksburg, Ricketts Hort und die Black Bear Lodge. Gehen Sie los und bereiten Sie alle vor. Ich warte hier.
Ich habe nämlich keine Wahl. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich den aufgenommen, bin ich wieder gesucht. Kann er vergessen. Ich will nicht gesucht werden. So, was haben wir jetzt hier? Öffne das Wasserventil, sammle Bierflaschen. Was? Wer da sein? Was soll das ständig? Der provoziert das. Guck, er hat extra wenig Leben. Damit ich ihn, töte. Sehe ich nicht ein. Meinetwegen kann er wieder gesucht sein, aber ich will nicht gesucht werden. Er läuft mir hinterher. Hallo? Stirb doch. Danke. Okay. Bin kurz vom Level up. Will nicht, dass er mir hinterherläuft. Komischer, kranke Typ. Oh, er ist weg. So, jetzt kann ich mal kurz gucken. Wo ist er jetzt hin eigentlich? Hat er sich ausgelockt? Oder ist er zu mir nach Hause gegangen? Der Roland ist immer noch da hinten. Na, zumindest habe ich ihn beklaut. Standort Alpha. Na, machen wir die Quest. Oder ist er... Ist er jetzt gerade hier oben? Level 12er ist da hinten, okay? Der ist mutig. Na, gehen wir da hinten hin. Ich bin jetzt erstmal sehr froh, dass wir das Ganze hinter uns haben. Ich muss sagen, wir sind da eigentlich ganz fein von der Sache weggekommen, oder? Wir haben Geld bekommen für Roland. Nicht Roland, sondern für den Typen Taco. Er hat ein bisschen Geld für uns bekommen. Das ist aber alles recht praktisch. Okay. Dann gehen wir mal zu Le Crocodile. Und sammeln da irgendwas. Öffne das Wasserventil bei Baby Willis Wasserpark. Sammle Bierflaschen bei der Schießanlage. Repariere den Markenautomaten von Pickys Ford. Und repariere das Anmeldeterminal der Black Beer Lodge. Ich frage mich, was passiert, wenn wir wirklich alle Quests gemacht haben, weil dann haben wir ja gar nichts mehr, ne? Keine Hauptquest mehr, kein gar nichts. Na gut, das Einzige, was wir dann noch machen können, ist ja wirklich Radio hören und gucken, ob wir da eine Quest bekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Fallout 4 Erweiterung, DLC. Oh, das sind viele. Wieso sind die Level 6 hier? Hä? Okay, bei dem verstehe ich das. Das ist schon 14. Hä? Ach, Lidl. Erreiche Stufe 30. Nice. Wie wieder? Was ist jetzt langsam? Oh, ich bin überladen. Klasse. Nein, das war's noch nicht. Oh Gott, das war's noch lange nicht. Was geht denn hier ab, sag mal? Nette Position. Solltest mal drüber nachdenken. Über deine feminine Seite. Über Schamgefühl. Ein Kampfgewehr. Was war denn das nochmal? Oder was? Kampfflinte? Na, stand wohl Kampfflinte. Ach, da
da bist du. Aber du bist schon 23. Ich will mein Level up machen, Leute. Wenn sie durch. Und ich brauche irgendwo, wo ich ein bisschen was auseinanderbasteln kann. Ach, den hier aber wahrscheinlich bekommen durch das Event, ne? Ah doch, Kampfgewehr da. Das ist eigentlich genau die gleiche Sache wie... der hier. Nur dass das Kampfgewehr weniger Schaden macht. Wenn wir es schaffen, beim Kampfgewehr mehr Schaden hinzukriegen, können wir auch eigentlich rein theoretisch das Kampfgewehr nehmen. Es sei denn, es ist eine Automatikwaffe. Nö. Ach, das... Das ist ein Kampfgewehr. Das ergibt doch alles seinen Sinn. Jetzt ergibt das alles einen Sinn, Leute. Muss ich hier hin? Ich glaube, hier können wir das Level up machen, ne? Oh, Zebras! Ich will fahren. Oh, ich glaube, das geht nicht. Unter mir. Okay, das heißt, wir brauchen ein hochwertigeres Kampfgewehr. Auf welchem Level ist denn das Kampfgewehr, was wir haben hier? 20. Das andere dürfte auch 20 sein, ne? Da steht Kampfgewehr, ich bin blöd. Auch 20, ja. Wir brauchen also ein besseres. Machen wir erstmal das Level up. So, Skillpaket. Blutpakete beim Schleichen. Impacts. Alle Getränke. Als ich heute Morgen erwachte, hat mir das Auge... hat mir das die Augen geöffnet. Badabumsch. Oh Gott, der war so flach, dass er schon schlecht war. Oh, was war das Neues? Deine nicht explosiven schweren Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Naja, wir waren jetzt eh bei Agility und... Deine Schrotflinten haben eine Chance von 5% Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 10% deinen Körperteil zu verkrüppeln. Okay. Aber ich möchte erstmal den jetzt zu Ende machen. Sehr schön. Jetzt sind wir ein richtiger Ninja. Nochmal mehr Schaden. Aber Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns hier morgen wieder und dann werden wir versuchen, den Bürgermeister von Grafton zufriedenzustellen. Wie auch immer er das hier möchte an dieser Ecke. Haut rein, euer Zero. Tschüss.